Ey yo, was geht, Freunde? Ich war gerade eine Woche in Berlin und habe ein Interview mit Belash, Boogie und Tiesta geführt und konnte deswegen keinen neuen Content kreieren. Damit ihr aber wie gewohnt Videos bekommt, wurde das heutige Video wieder mal von Reezy Machiavelli produziert. Sein Kanal findet ihr in der Beschreibung. Lasst gerne ein Abo da und viel Spaß bei dem Video. Gerne. Miss Russell, let me ask you first, certainly sorry for your loss, my first time having a chance to talk to you, but who do you think is responsible for your son's death? Chief Keef. 2020 wurden fast 800 Menschen in Chicago umgebracht. Das sind doppelt so viele Morde wie in Italien in diesem Jahr. Gangs, Gewalt und Tod. Das ist das Umfeld, in welchem viele Kinder in den Problemvierteln von Chicago aufwachsen müssen. Etliche Gangs tragen hier oft auf offener Straße ihre Auseinandersetzungen aus. Darunter sind auch die Gangster Disciples und die Black Disciples. Heute begeben wir uns in die Southside von Chicago. Wir schauen uns zusammen den Rap Beef an, welcher sich inzwischen zu einer ganzen Bewegung entwickelt hat. Es geht um den Beef von JoJo World und 300. Doch wer sind diese beiden Sets überhaupt? 300 ist ein Zusammenschluss von Lamron, Front Street und Taytown. Das sind alles Black Disciple Sets und im Hintergrund blende ich euch ein, wo die sind, damit ihr das alles ein bisschen nachvollziehen könnt, weil ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ein bisschen kompliziert ist. Die bekanntesten Persönlichkeiten, die zu Lamron gehören, sind Lil Durk und Lil Reese. Vor allem Lil Durk ist inzwischen weltbekannt und echt ein Mainstream-Rapper. Aus der Front Street kommt zum Beispiel Fredo Santana, das ist auch ein sehr bekannter Drill-Rapper. Chief Keef, welcher, wie ihr alle wisst, aus dem O-Block kommt, hat auch die 300 Gang geclaimed. Der hat ja sogar einen Song, der so heißt. Und das hat er einfach nur, weil er sehr viel Zeit in diesem Territorium verbracht hat. Vor allem, weil sehr viele Familienmitglieder von ihm aus der Front Street kommen. Zum Beispiel seine Oma oder Fredo Santana. Auf der anderen Seite haben wir Wooga World und 069 Brick Squad. Wooga World war gegen die Jahre 2009, wo die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, losgeht, ein klassisches Gangster Disciple Set. Bei Brick Squad ist es alles aber ein bisschen anders, denn die nennen sich Insane Gangster Disciples. Das heißt, zu diesem Set gehören Gangster Disciples, aber auch Black Disciples. Das sind einfach Gangmember, die gleichen Feinde haben. Dort ist relativ egal, ob du Black Disciple oder Gangster Disciple bist, du bist einfach gegen jeden. Und genau deswegen nennen sich sehr viele Leute von Brick Squad auch EBK. EBK steht für Everybody Killer. Die bekanntesten Personen von Brick Squad sind Lil Jojo, Swag De Niro und P. Rico. Lil Jojo und sein Bruder Swag De Niro sind schon seit ihrer Kindheit Gangster Disciples. Und ihr müsst wissen, schon lange vor dieser ganzen Drill-Musik und dem ganzen Hype von Obstissen gab es extrem viel Gewalt auf den Straßen von Chicago. So hat es sich dazu entwickelt, dass gefühlt jedes Black Disciple Set mit jedem Gangster Disciple Set in der Southside von Chicago miteinander beeft. Und es sind echt sehr viele Menschen gestorben. Ich habe das alles mal in einem Dreiteiler zusammengefasst. Wenn es euch interessiert, empfehle ich euch echt diese Videoreihe über den Krieg in der Southside von Chicago. Im Jahr 2009 hat ein junger Lil Durk den Track R.I.P. Lil Mo released. Lil Mo war der Cousin von Lil Reese und ein enger Freund von Lil Durk, welcher im Jahr 2009 von einem No Love City Member ermordet wurde. Nur zum Verständnis, No Love City sind Gangster Disciples und diese mit Brick Squad verbündet. Und Lil Durk hat in dem Song R.I.P. Lil Mo halt Brick Squad und No Love City gedisst. Der Ursprung für diesen ganzen Beef findet sich einfach schon Jahre zurück. In den folgenden Jahren hat sich der Beef immer weiter hochgeschaukelt. Menschen auf beiden Seiten sind gefallen und immer mehr Sets wurden mit reingezogen. Das alles war aber eher so ein Street-Ding, das hatte nichts mit Musik zu tun, wie wir es heute kennen. Die Leute haben sich halt gedisst, aber es hat niemanden wirklich interessiert außerhalb der Hood. Brick Squad und Wooga World haben nämlich auch zurückgedisst. Damals rappten P. Rico und Lil Mister zusammen. Das krasse ist, Lil Mister ist der Cousin von Lil Durk. Die beiden sind zum Teil sogar zusammen aufgewachsen, die haben ihre Kindheit zum Teil zusammen verbracht. Und jetzt dissen sie sich gegenseitig in Songs und sind in komplett verfeindeten Gangs. Und wir schreiben erst die Jahre 2009, 2010. Da hat der ganze Scheiß erst angefangen. Das ist leider keine Seltenheit in Chicago. Oft wachsen hier Kinder zusammen auf und gehen zusammen zur Schule, entscheiden sich aber später im Teenageralter für verschiedene Gangs. Und von diesem Tag an sind sie halt Todfeinde. 2012 hat sich aber sehr viel in Chicago geändert. Denn Lil Durk und Lil Reese wurden hier bei Def Jam Records gesigned. Außerdem hatte Chief Keef einen der krassesten Breakouts der Rap-Geschichte. Und die ganze Rap-Welt hat den Song 300 mitgerappt. Doch der Beginn eines langjährigen Rap-Beefs machte Lil Durk mit dem Track Else Anthem. In diesem Song disst Lil Durk halt Brick Squad und Wooga World.
Brick Squad, I say fuck 'em. Rule the world with them, so fuck 'em. Soweit ist es hier eigentlich nichts Besonderes, denn das alles ist ja schon ein paar Mal passiert. Das Ungewöhnliche war halt, dass dieser Song extrem viral gegangen ist für die damaligen Verhältnisse. Er ist sogar im Radio gelaufen. Und so haben auf einmal Brick Squad-Member im Radio gehört, wie sie gedisst werden. Genauso Lil Jojo. Er soll sich richtig abgefuckt haben und soll genau wegen diesem Track mit dem Rappen angefangen haben. Einfach nur, um Lil Durk zu antworten. So nahm Lil Jojo den Beat von Chief Keef's Track Everyday und disste einfach alle Black Disciples. Er wiederholte die ganze Zeit die Buchstabenkombi BDK, was für Black Disciple Killer steht. So waren richtig viele Leute angepisst und der Street Beef war auf einmal im Rap Game. Denn seit diesem Diss-Track wurde das ganze Rumgedisse immer respektloser und respektloser. Viele Leute meinen sogar, dass Lil Jojo diesen ganzen Krieg irgendwie mitbegonnen hat. Nach BDK kamen noch einige andere Singles, in welchen Lil Jojo sehr viel gedisst hat. Und auf Twitter hat er auch kein Blatt vor den Mund genommen. Hier hat er unglaublich viel in Richtung Lil Reese, Lil Durk und Chief Keef gedisst. Außerdem hat er auf YouTube ein Video hochgeladen, in welchem er halt so ein paar Kinder dazu gebracht hat, Chief Keef zu beleidigen. Nebenbei beeften sich auch Chief Keef, Lil Durk und so weiter mit der FBG Crew. Das ist eine Rap-Crew aus dem STL Gangster Disciple Set. Und FBG war damals auch cool mit Brick Squad, das heißt, sie waren auch cool mit Lil Jojo. Und so hatte irgendwie jeder mit jedem Beef und Leute wurden einfach von allen Seiten gedisst. Der Rapper FBG Young wollte sogar einen Part auf BDK einrappen. Sein Bruder FBG Cash hat ihn aber davon abgehalten. Die Scheiße war richtig am Dampfen. So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Schusswechsel gekommen ist. Und der kam dann auch, und zwar mit Lil Reese und Lil Durk. Die beiden sollen nämlich auf Lil Jojo geschossen haben. Lil Jojo hat das alles getweetet, die beiden haben aber nicht getroffen und Lil Jojo hat danach ein Video gepostet, wie er anscheinend Lil Reese hinterhergefahren ist. Ein paar Wochen später postete Lil Jojo dann wieder ein Video mit Lil Reese. Hier fuhr er an Lil Reese vorbei und provozierte ihn bewusst. Lil Reese hat daraufhin I'ma kill you gesagt. Am gleichen Tag noch hat Lil Jojo seine Location auf Twitter gepostet. Später am Tag wurde er dann bei einem Drive-By-Shooting, während er Fahrrad gefahren ist, erschossen. Seit diesem Tag tragen Brick Squad und Wooga World den Namen Jojo World. Lil Durk, Chief Keef und Lil Reese ließen sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen und dissten den mit 18 Jahren verstorbenen Lil Jojo ohne Erbarmen. Daher wurden schnell die Gerüchte laut, dass die Rapper Geld auf Jojos Kopf gesetzt haben. Und dass dieses Drive-By-Shooting ein Auftragsmord war. Diese Anschuldigungen wurden gerade gegen Chief Keef extrem erhoben. Und genau deswegen ist er auch einen Schritt zurückgerudert. Er hat nämlich gemeint, dass sein Account gehackt wurde, also sein Twitter-Account, und er diese ganzen Nachrichten nicht gepostet hat. Naja, ob ihr das glaubt, müsst ihr selber entscheiden. Für den Mord an Lil Jojo wurde aber nie jemand verurteilt. Es gibt einige Theorien, auf welche ich hier aber nicht eingehen werde. Da das meiner Meinung nach eher Internet-Detective-Sachen sind, da gibt es einfach keine Beweise, wer was gemacht hat. Am 26. Dezember 2012 war dann der 18-jährige Joshua Davis mit dem Bus in Chicago unterwegs. An diesem Tag hatte er ein Jojo World Pulli an, denn Lil Jojo war einer seiner besten Freunde. Eine Gruppe von Teenagern hat sein Pulli aber relativ schnell bemerkt und hat ihn halt im Bus konfrontiert. Das alles ist dann so eskaliert, dass sie den Jungen aus dem Bus gejagt haben und er draußen erschossen wurde. So ist Joshua einfach nur wegen einem Hoodie gestorben. Doch der Beef ist hier leider nicht zu Ende. Spannungen zwischen den beiden Sets wird es immer geben. Auch weil Chief Keef zum Beispiel erst vor kurzem einen GTA 5 Livestream gemacht hat und hier halt BDK gerappt hat. Das ist meiner Meinung nach ein klarer Disrespect. Außerdem gab es Spannungen innerhalb von Brick Squad und Wooga World. Und Brick Squad hat halt auch angefangen mit den ganzen verbündeten Gangster Disciple Sets zu beefen.
Das ist jetzt aber nicht relevant für dieses Video, das habe ich jetzt nur angesprochen, weil ich jetzt auf Lil Mister komme. Denn Lil Mister ist hier ein Teil von Wooga World und hat sich eigentlich in Brickscott verstritten. Trotzdem hat Lil Mister immer noch JoJo World geclaimed, deswegen packe ich jetzt sein Schicksal auch nochmal in dieses Video. Lil Mister, der Cousin von Lil Durk, war in den Jahren nach Lil JoJos Tod immer noch sehr aktiv im Rap-Game. Er hat immer wieder Sachen gedroppt und hat sich auch sehr viel mit Leuten von 300 gebieft. So auch mit Mimo 600. Der gehört zwar nicht zu 300, war aber ein ehemaliges Mitglied von OTF und war somit im Umfeld von 300. Deswegen packe ich diesen Beef auch mal hier rein. Lil Mister hat nämlich Mimo 600 im Traffic, also im Verkehr, erwischt. Als Mimo Lil Mister bemerkt hat, hat Mimo 600 probiert abzuhauen mit seinem Auto. Da hat er einen Unfall gebaut und war relativ schnell bewusstlos. Das aber nur für kurze Zeit. Als Mimo 600 zu sich gekommen ist, ist er halt direkt ausgestiegen und weggerannt, weil er am Lecken war. Das heißt, er hatte keine Waffe dabei. Oder ist nicht an seine Waffe rangekommen, je nachdem, wie man den Geschichten glaubt. Mimo 600 ist mit der ganzen Sache relativ offen umgegangen und ja, Lil Mister hat sich darüber lustig gemacht. Es gab aber nochmal eine zweite Situation, und zwar eine Situation, in der Mimo Lil Mister hinterhergerannt ist und Lil Mister weggerannt ist. Lil Mister, check it out! Bitch ass, nigga! Außerdem gibt es noch ein Video oder ein Livestream, wie Mimo halt durch Brick Squad fährt. Das heißt, durch JoJo World fährt. Im Endeffekt ist Lil Mister am 19. März 2019 erschossen worden und das von unbekannten Personen. Hier gibt es wieder Gerüchte, auf welche ich aber nicht eingehen werde. Lil Durk hat Lil Mister im Nachhinein schon öfters gedisst. Ihm aber auch einmal Respekt gezollt, und zwar, weil Lil Mister anscheinend ein Motherfucker war, auch wenn er ein Opfer. Selbstverständlich ist noch viel mehr zwischen den beiden Seiten passiert. Ich habe aber mal probiert, euch alles so kompakt wie möglich zusammenzufassen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Danke nochmal an Ben für die geile Möglichkeit, hier ein Video hochzuladen. Checkt meinen Channel ab und jetzt gebe ich wieder an Ben weiter. Ciao, ciao. Ja, Mann. Vielen Dank an Reezy Machiavelli. Abonniert seinen Channel und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Doku ihr als nächstes sehen wollt. Ich bin ab jetzt wieder in Hamburg und setze mich gleich wieder an neuen Content. Also bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerade.